Damals dachte ich, dass es eine Strafe sei, die zu rechtfertigen war. Ich habe das Urteil ja nicht gefällt, aber die Richter sahen ihn jeden Tag im Gericht und sie sahen diesen Mann, der die Verantwortung annahm, im Gegensatz zu den anderen auf der Anklagebank. Und vielleicht haben sie das miteinander verglichen. Vielleicht kann man das Urteil so verstehen. Denn dieser Mann sagte, ich bin verantwortlich, während die anderen das bestritten. Hätten die Richter von Nürnberg gewusst, was wir heute wissen, Speer wäre wohl zum Tode verurteilt worden. Im Spandauer Gefängnis schreibt der Manager seine Erinnerungen. Kein Wort von Schuld am Sterben in Natzweiler, am Ausbau von Auschwitz, am Mord durch Arbeit. Spät reift die Einsicht. Ich hätte verstehen müssen, wenn ich hätte verstehen wollen. Er hätte verdient zu sterben, was er ja auch glaubte. Ja, ich bin froh, er nicht gestorben ist, sonst hätte ich ihn nicht haben können. Aber er hätte es verdient. Und die 20 Jahre, das war, ich meine, das ist sehr schwierig, 20 Jahre im Gefängnis zu sein. Aber für ihn war das eigentlich etwas Wunderbares. Mit einem Millionenbestseller im Gepäck kommt Albert Speer auf den Tag genau 20 Jahre nach der Urteilsverkündung wieder frei. Vielleicht erzähle ich Ihnen kurz, wie die 2, 3 letzten Tage vergangen sind. Natürlich war es doch recht aufregend, aber ich bin glücklich, dass ich hier wieder draußen bin, nach 20 Jahren. Die Welt bestaunt Speers dritte Karriere. Erst Architekt, dann Manager, nun Schriftsteller. Ich habe, als ich so mit ihm sprach, mit dem Albert Speer, an eins immer wieder denken müssen. Der Mensch ist mitschuldig an dem Tod von Millionen von Menschen und vielleicht auch an dem Tod sehr, sehr vieler, wenn nicht aller, Juden. Dass er sich gleichwohl sehr kultiviert benahm, überaus freundlich, höflich. Nun ja, das war ja seine Taktik. Und diese Taktik realisierte er schon ganz geschickt. Das eine Ziel vor Augen, seinen Weg zu machen in der Welt, war Speer ein Manager, der sich für die Macht und gegen die Menschlichkeit entschied. Die ganze Dimension seiner Schuld kommt erst jetzt, Jahrzehnte nach der Verurteilung, ans Licht.